Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von No Man's Sky. Ich hatte irgendwie gerade ein Déjà-vu, weil ich mich irgendwie schon mal erinnern konnte, dass irgendwie... Obwohl ich das Spiel noch nicht gespielt... Ja. Ihr wisst, was ein Déjà-vu ist. Okay. Auf in den Himmel, kommen wir... Impulssprung. Gibt's nicht noch was Schnelleres? Das Signal kommt von meinem eigenen Planeten. Echt? Kann es sein, dass ich da hinreisen muss? Dass ich noch nicht mal meinen Planeten hätte verlassen sollen? Okay, auf zu Jasminiton. Jetzt nicht noch schneller. Das Signal ist da! Weiter nach rechts! Okay, wir landen erstmal. Da sind wir, in Jasminiton. Na gut, sagen wir Jasminiton. Klingt vielleicht besser. So. Signal weiß gerade selbst nicht, was es nehmen soll. Ohne Scheiß, das... Was? Es wird doch nicht richtig wenig, das wird immer mehr. Was ist denn hier los? Eingehendes Signal. Ich muss dahin. Irgendwas ist da. Aber es entfernt sich. Warum? Ist es vielleicht tiefer drin? Alter, jetzt ist eine Stunde. Wollt ihr mich verarschen? Alter, Signal. Flieg mal weiter, irgendwas muss da sein. Yay! Oh, da wird mir schlecht. Ja, toll, jetzt habe ich die Landessequenz eingeleitet. Alter, das ist eine Tagwanderung. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das Ding ist 5 Stunden von mir entfernt. Boah, da bin ich mal gespannt. Komm, geben wir mal richtig Gummi.
Aber es wird nie weniger. Es wird nie unter 30 Minuten. Was ist hier los? Das ist doch... Verhext ist das. Und ich kann auch nicht mal schneller fliegen als jetzt, weil ich im Planeten drin bin. Der Warp-Antrieb funktioniert natürlich nur außerhalb. Ich fliege immer konstant. Aber die Zeit variiert. Es gefällt mir nicht, dass die Zeit so variiert. Das heißt, das ist voll weit weg. Aber wir sind auch voll weit weg gelandet. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal hoch und... Und wir landen dann woanders. Au. Nur Meteoriten. Alter. Sauber. So. Ich glaube, ich hätte bei der Ankunft noch mal wieder hingemusst. Das ist ein weiter Weg auf jeden Fall, Alter. Wir sind total... Ich gehe noch mal schnell auf Vollgas. Also ich will wenigstens in der Nähe landen. Wir sind nämlich total falsch gelandet. Wow! Na! Leck mich! Aha, ich werde da bestimmt nicht landen, wenn ich jetzt Fullspeed gebe, oder? Hoffen wir mal, dass wir in der Nähe landen, oder? Okay. Bitte lass mich da landen! Es
Es ist auf jeden Fall auf 10 Sekunden gesunken. Alter. Oje. Wir müssen hier runter. Wir sind da. Boah. Gott sei Dank. Da. Was? Ja, aber da waren wir doch schon, oder? Das war das, wo ich hin wollte? Ernsthaft? Irgendwas ist hier. Irgendwas Großes. Das kann doch nicht sein, dass ich das... Was? Nicht genug Treibstoff? Wollt ihr mich verarschen? Hier hast du Plutonium. Und hier hast du ein bisschen... Ah, das finde ich auch gut, dass man die Sachen dort kaputt schießt und dann, ja. Hehehe. Na dann, fliegen wir doch mal zum Außenposten. Der jetzt auf einmal nicht so weit weg ist. Vielleicht ist das ein neuer Außenposten. Es ist tatsächlich ein neuer Außenposten. Den kenne ich nämlich noch gar nicht. Und wir gehen so weit. Landesequenz eingeleitet. What the fuck? Ey, das war perfekt gelandet. Das hat er mit Absicht gemacht, diese Landung, hä? Das ist ein Regenwald? Echt jetzt? Cool. Hallo du, dich kenne ich noch gar nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Eine einzelne Kreatur erwartet mich, winzig bedrohlich mit einem Schnabel. Sie sieht mich überhaupt neugierig an. Den Bauplan nehmen. Um mir meinen Weg durch die Sterne zu konstruieren. Das ist unbezahlbar, das plumpe Wesen. Ach, Hyperantrieb. Den brauchen wir, aber ich will ein neues Schiff erst kaufen. Das heißt, es ist Zeit zu farmen. Hm? Zum Beispiel... Na gut, es ist jetzt hier nicht viel wert, aber scheiß ich drauf. Ich kriege ja immer mehr Geld. Kann man hier auch was scannen? Kann man gar nichts scannen? Vielleicht die Pflanze da? Die so ausgetrocknet aussieht. Was haben wir denn bekommen? Aliens getroffen, 2. Wow, ich bin hier bekannt, ne? Und Weltraumtrucker. Wir haben wirklich Zeug verdient. Und jetzt gehe ich mal raus hier. Ich
glaube, der Bauplan... Ah, und jetzt muss ich zur Raumstation. Was ist das? Aber nicht ohne das hier... zu, ja, freizuschalten. Wir haben auf jeden Fall den Hypertrieb, den braucht man, deswegen musste ich hierher zurück, um hier hinzukommen. Ah, schlau, schlau vom Spiel, dass er mich doch ein bisschen führt. Der Regenwald. Und mich würde wirklich interessieren, ob es hier eine Platin-Trophäe gibt. Wenn ja, wie gesagt, ich versuche sie zu holen. Das ist das Ziel dieses Projekts. Oh, ich dachte, hier läuft schon irgendwas Komisches rum. Was kann ich das auch analysieren? Nee, aber ich kann hier reingehen. Von hier, Hyperantrieb zu deinem Raumschiff zurückkehren und ja, okay. Den Hyperantrieb, den werde ich nicht in mein Raumschiff einbauen. Ich weigere mich, es bei meinem Raumschiff einzubauen. Sorry, aber ich will ein besseres Raumschiff mit ziemlich vielen Plätzen kaufen. Und zwar sehr günstig am besten. Das kann ich erstmal vergessen. So, raus hier! Wir verlassen den Planeten Jasminiton. Und müssen an Icicle vorbei zur Raumstation. Ja, an Icicle vorbei. Den Planeten haben wir ja selbst ernannt. Ihr sollt nicht verpuffen. Zerstöre das! Oh, das Spiel macht so Bock, Leute. Und Hyperantrieb bauen, zur Raumstation reisen. Kann man Sachen auch abbauen oder so? Also für mich ist das schon sowas wie ein Hyperantrieb, aber wenn der Hyperantrieb noch schneller ist. In 36 Sekunden sind wir da. Wir müssen nur rechtzeitig vom Gas gehen. Mit dem Planeten erkunden, den wir am besten danach. Auch wenn ich die Planeten den Namen gebe, wenn jemand vor mir da richtig so schön Erkundungstouren macht, kann er natürlich alles andere entdecken. Wow. Au. Aber ich hab... Nein, 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 nein.
Energie wird aufgeladen. So, rein da. Wir sind in der Raumstation. Mal sehen, was uns hier erwartet. Oder außer Mord und Durchschlag. Nee, Spaß. Den Hyperantrieb habe ich noch nicht gebaut.